Der Weg ist Vergebung, der Lehrer ist Jesus und das Resultat ist eine Erfahrung von Sicherheit, Schönheit und Frieden, die zu beschreiben, dir die Worte fehlen. Klick einfach auf den Button Abonnieren und die Glocke neben diesem Button, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Auf meiner Holunderbeersaftpackung steht Fliederbeersaft und das beschreibt eigentlich schon gut, wo wir uns befinden. Wir haben keine Ahnung, was hier irgendwas bedeutet und es ist alles sehr, sehr willkürlich. Entsprechend dem Träumer, was der Träumer gerade versucht, sich zu lehren oder wie er versucht, sich gerade zu sehen. Und dieser Versuch ist angsterregend. Und machen wir uns nichts vor, nicht zu wissen, was die richtige Lösung ist, ist, was Angst hervorbringt. Und bevor wir hier in diese Lektion einsteigen, Lektion 13, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, möchte ich mit dir zusammen hören, was in der Motivation für die Schulung, für das Geistestraining im Textbuch steht. Wie glücklich würden deine Träume werden, wenn du nicht jener wärst, der jeglicher Figur, die der Traum enthält, eine richtige Rolle zuerteilte? Ist das jetzt Holunderbeersaft oder Fliederbeersaft? Ja, keine Ahnung, kann ich mir aussuchen. Wenn ich das eine mag, nehme ich das eine, wenn ich das andere mag, nehme ich das andere. Aber Gewissheit ist da drin nicht zu finden. Wenn ich die Dinge nicht so benenne, wie es ist, wenn ich nicht erkenne, dass dies hier ein Traum ist, sondern ständig Rollen zuteile, was soll es für mich sein, dann ist mein Geist in einem Zustand der Verwirrtheit und in einem Zustand von Angst. Und ich werde gebeten, das zu erkennen, dass ich derjenige bin, der den Dingen Rollen und Bedeutung zuweist und das einzustellen, aus dem einfachen Grund, weil mir die Freude, die mein Erbe ist, weil dir die Freude, die dein Erbe ist und alle göttlichen Eigenschaften wieder in dein Gewahrsein zurückkommen können durch das Praktizieren von Vergebung und durch Ausrichtung deines Geistes, Training deines Geistes. Niemand kann etwas anderes außer deiner Vorstellung von ihm enttäuschen. Und außer an dieser gibt es keinen Verrat. Der Kern der Träume, die der Heilige Geist gibt, ist nie einer der Angst. Wenn ich also aufhöre, dem Bedeutungslosen Bedeutung beizumessen, also mich selbst in Angst zu versetzen, dann kann der Heilige Geist für mich träumen. Der Kern der Träume, die der Heilige Geist gibt, ist nie einer der Angst. Es mag so erscheinen, als würden sich die Hüllen nicht verändern. Doch das, was sie bedeuten, das hat sich verändert, weil sie etwas anderes bedecken. Also es ist egal, ob ich das hier Holunderbeersaft oder Fliederbeersaft nenne, der Kern wird immer derselbe sein. Und es wird ein Kern davon sein, dass der Inhalt, nicht der Inhalt dieses Glases, sondern der Inhalt meiner Wahrnehmung geeint ist und nicht im Konflikt miteinander. Und mir daher die Gelegenheit gibt, in diesem Moment der Transformation zu stehen und zu sagen, ja, ich habe mich angegriffen durch meinen Versuch, den Bedeutungslosen Bedeutung beizumessen, den Figuren Bedeutung beizumessen und zu sagen, was sie erfüllen sollen. Aber im gegenwärtigen Moment der Läuterung, im gegenwärtigen Moment des Öffnens für Kommunikation wird mir etwas anderes zuteil, und zwar der Kern der Träume des Heiligen Geistes, die nicht im Konflikt miteinander sind. Es mag so erscheinen, als würden sich die Hüllen nicht verändern, doch das, was sie bedeuten, das hat sich verändert, weil sie etwas anderes bedecken. Wahrnehmungen werden insofern durch ihren Zweck bestimmt, als sie das zu sein scheinen, wozu sie dienen. Eine Schattenfigur, die angreift, wird zu einem Bruder, der dir eine Chance gibt zu helfen, wenn dieses die Funktion des Traumes wird. Zuvor sah es aus wie jemand, der dir was wegnehmen will oder der dich stört oder der dich irgendwie antriggert. Aber wenn du festlegst, dass dies ein Traum der Erlösung ist, dass dies der Traum der Heilung ist, dass dies der Moment deines Erwachens wird, dann merkst du, es ist eine Gelegenheit, um hilfreich zu sein. Und vielleicht hast du es schon gehört und erfahren und gesehen, dass wenn du Hilfe anbietest, du zuallererst immer dir selbst hilfst. Und selbst der Empfänger der Hilfe, du bist. Also es ist ein Gewinnspiel. Es ist ein absolutes Gewinnspiel, in das wir einsteigen. Eine Schattenfigur, die angreift, wird zu einem Bruder, der dir eine Chance gibt zu helfen, wenn dieses die Funktion des Traumes wird. Und Träume der Traurigkeit werden so zu Freude umgewandelt. Träume der Traurigkeit
werden so zu Freude umgewandelt. Und jetzt steigen wir in Lektion 13 ein. Lektion 13, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Der heutige Leitgedanke ist eigentlich der vorhergehende in einer anderen Form, außer dass er in Bezug auf das hervorgerufene Gefühl konkreter ist. Also anstatt zu sagen Aufregung, ich bin aufgeregt, wird es hier zusammengefasst als ich habe Angst. Und im Kurs wird es immer wieder betont, dass es nur zwei Gefühle gibt, Liebe oder Angst. Und daran, wie ich mich jetzt fühle, kann ich erkennen, wofür ich mich entschieden habe. Ja, ich kann mich neu entscheiden. Okay, ich wähle hier die Wahrnehmung des Heiligen Geistes. Tatsächlich ist eine bedeutungslose Welt unmöglich. Nichts ohne Bedeutung existiert. Daraus folgt allerdings nicht, dass du nicht trotzdem etwas wahrzunehmen glaubst, was keine Bedeutung hat. Im Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit wird besonders groß sein, dass du es wahrzunehmen glaubst. Du glaubst, etwas wahrzunehmen, was keine Bedeutung hat. Offensichtlich, ich sehe eine Welt, die nicht da ist. Ich sehe etwas Bedeutungsloses. Das Erkennen der Bedeutungslosigkeit ruft in allen Getrennten intensive Angst hervor. Und täusch dich nicht darüber, das geht jedem so. Hier gibt es keine Gewinner in der Welt. Keine Gewinner bei denen, die sich getrennt wahrnehmen. Es stellt eine Situation dar, in der sich Gott und das Ego gegenseitig im Hinblick darauf herausfordern, wessen Bedeutung in den leeren Raum geschrieben werden soll, den die Bedeutungslosigkeit zur Verfügung stellt. Das Ego stürmt wie wild geworden hinein, um dort seine eigenen Ideen zu begründen, voller Angst, die Leere werde womöglich sonst dazu benutzt, seine eigene Machtlosigkeit und Unwirklichkeit aufzuzeigen. Nur in dieser einen Hinsicht hat es recht. Also, es würde aufgezeigt werden, dass es machtlos und bedeutungslos ist. Denn alle Macht, die es zu haben scheint, hat es von dir geborgt. Oder hast du ihm geborgt. Es war deine eigene Entscheidung, diesem Denkkonstrukt deine Macht zu verleihen, die es aber an sich nicht hat. Wenn wir uns das anschauen, wie fühlt sich das an, wenn das Ego reinstürmt und dem Bedeutungslosen Bedeutung verleiht, dann bin ich sehr beschäftigt, dann habe ich viele Ideen, dann habe ich viele Vorstellungen, dann bin ich ein Körper, dann denke ich, ich muss hier in dieser Welt sein oder sehe gar nicht, dass es überhaupt eine Alternative gäbe, als in dieser Welt sein zu müssen, den Schaden gering zu halten oder das Beste dabei rauszuholen. Und ich könnte auch einfach zurücktreten und ich kann in diesem Moment zurücktreten und sagen, hey, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Ich bin hier, um meinen Geist wandeln zu lassen. Es ist deshalb grundlegend wichtig, dass du lernst, das Bedeutungslose zu erfassen und es ohne Angst zu akzeptieren. Bist du von Angst erfüllt, ist es sicher, dass du die Welt mit Eigenschaften ausstatten wirst, die sie nicht besitzt und sie mit Bildern bevölkern wirst, die nicht existieren. Du wirst allem eine Rolle zuweisen und natürlich wird dich das verletzen, selbst wenn die Schattenfiguren oder die Figuren, die du produzierst in deinem eigenen Geist, deine Erwartungen erfüllen, die Rollen, die du ihnen zugeschrieben hast, erfüllen vielleicht für einen Augenblick, wirst du trotzdem dir bestätigen, dass du recht hattest, mit deiner Funktion den Figuren Rollen zuzuweisen. Und da es nicht deine Funktion ist, es ist nicht deine Funktion, es ist nicht meine Funktion, den Dingen die Rolle zuzuweisen. Meine Funktion ist, das Bedeutungslose als bedeutungslos zu erkennen. Wenn ich aber meine, erfolgreich zu sein, dass es für mich gut läuft, ja, dass meine Figuren gut ihre Rollen erfüllen, dann glaube ich, in meinem Irrtum recht zu haben und werde mich daher als geschwächt wahrnehmen. Deswegen, hier ist ein neuer Beginn, hier ist ein Neustart. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Für das Ego sind Illusionen Sicherheitseinrichtungen, ebenso wie sie es für dich sein müssen, der du dich mit dem Ego gleichsetzt. Die heutigen Übungen, die ungefähr 3 bis 4 Mal, jeweils nicht länger als höchstens etwa 1 Minute lang durchgeführt werden sollten, sind in einer etwas anderen Art als die vorherigen zu üben. Wiederhole den heutigen Gedanken mit geschlossenen Augen für dich. Öffne dann die Augen und sieh dich langsam um, indem du sagst: Ich betrachte eine bedeutungslose Welt.
Wiederhole diese Aussage für dich, während du dich umsiehst. Mach dann die Augen zu und schließe mit den Worten ab. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, weil ich denke, ich sei in Konkurrenz mit Gott. Und das kann nichts anderes hervorbringen als Angst, weil du irgendwo in deinem Geist genau weißt, dass Gott über alle Maßen mächtig ist. Wenn du glaubst, wenn ich glaube, in Konkurrenz mit dem über alle Maßen Mächtigen zu sein, wer ist dann wohl der Verlierer? Meine Idee von mir selbst, der, wer ich dann glaube zu sein. Nicht der, der ich in Wahrheit bin, denn ich bin eins mit Gott und ich bin so, wie er mich schuf. Aber das Bild, das ich aus mir macht, das Konstrukt, das ich dann glaube zu sein, ich glaube ja dann Ego zu sein, also getrennt, autonom, eigenständig, separat, ist bis ins Mark bedroht. Ja. Und das Beste, was mir dann in diesem Angriff einfallen kann, ist, versteck dich um alles in der Welt. Versteck dich und lass dich niemals finden. Kehre nicht zurück, erhebe nicht deinen Blick. Erkenne nicht, wer der übermächtige Feind ist. Und buddel dich so tief ein, wie du kannst, damit du nicht von dem Übermächtigen gefunden werden kannst. Tada! Welt. Das ist, was die Welt ist. Ein Versteckspiel, wo der Sohn Gottes glaubt, vor der Liebe, die er ist, in Sicherheit zu sein. Was für ein Trip. Und daraus erwachen wir gerade. Es mag dir schwerfallen, Widerstand in der einen oder anderen Form gegen diese abschließende Aussage zu vermeiden. Welche Form ein solcher Widerstand auch immer annehmen mag, erinnere dich daran, dass du in Wirklichkeit nur wegen der Rache des Feindes, der vermeintlichen Rache des vermeintlichen Feindes, vor einem solchen Gedanken Angst hast. Es wird nicht von dir erwartet, dass du die Aussage zu diesem Zeitpunkt glaubst, und vermutlich wirst du sie als grotesk abtun. Nimm jedoch sorgfältig alle Zeichen offener oder versteckter Angst zur Kenntnis, die sie möglicherweise hervorruft. Dies ist unser erster Versuch, eine ausdrückliche Ursache-Wirkungsbeziehung einer Art darzulegen, die zu erfassen, dir noch die Erfahrung fehlt. Aber hier sammeln wir jetzt Erfahrung. Verweile nicht bei der abschließenden Aussage und versuche nicht einmal daran zu denken, außer während der Übungszeiten. Das wird im Augenblick ausreichen. Okay, gut. Ein sehr sanfter Lehrplan. Du wirst nur gebeten, an den Gedanken zu denken, während du deine vorgeschriebenen Übungszeiten durchführst. Also, ne? Dieser Kurs erfordert sehr wenig. Dieses Übungsbuch erfordert sehr wenig von dir. Sei herzlich willkommen, deinen Geist auf einfache Art und Weise mit ganz klaren Instruktionen schwarz auf weiß zu befolgen und darin keine Niederlage für dich zu sehen, weil jemand anders dir vorgibt, was du denken sollst. Erinnere dich, dein Denken hat dich erst in diese Lage gebracht. Sei froh, dass da jemand ist, der dich führen kann und dich aus dieser Erfahrung von dir selbst, der Einkapselung, herauszuführen. Und in diesem Moment, und das ist meine abschließende, gegenwärtige Neubeginnsidee, die wir miteinander teilen, die ich mit allen teile, weil jeder ich bin, dass in der Umwandlung der Erfahrung von Angst und der Ausrichtung auf einem angsterfüllten, bedeutungsgebenden Denksystem ich frohen Mutes kapitulieren kann, dass mein Bedeutungszuschreibungsversuch gescheitert ist, und ich in diesem Moment im Licht des gegenwärtigen Schöpfers stehe, weil nichts anderes da ist. Und so ist es mit dir und so ist es mit jedem, egal wie tief wir glauben, uns verschleiert zu haben. Das Licht ist immer mit dir gegangen, geht immer mit dir, also ist es gegenwärtig jetzt mit dir. Und ich danke dir für diesen Moment, der in alle Ewigkeit sich ausdehnt, weil Erlösung und dein Selbst unendlich sind. Und das ist eins mit Gott und allen Schöpfungen. Gott segne dich. Wir sehen uns jetzt.